Willkommen bei Woodfire. Ich bin der Tom und heute zeige ich euch mal die beiden Backöfen von den Wolfsfuhr Tonwerken. Einmal den Remus, den Einstecker, und den Remus Duo, der mit zwei Stecken. Beide Öfen sind mit einer Backbreite von 60 cm ausgestattet. Die Tiefe ist je nach Modell 60, 90 oder 120. Beim Zweistöcker, die zweite Ebene ist jeweils 10 cm kürzer, um eben hintenrum den Umbrand zu ermöglichen. Was beide auszeichnet, vor allem im Vergleich zu vielen anderen Öfen, ist der Umbrand, der integrierte bei beiden für ganz oben. Das heißt, das Feuer brennt im Feuerraum. Im Backraum brennt nach hinten hoch, hat hier eine Umlenkplatte, über die brennt es wieder vor und dann erst oben raus. Dadurch ist die Effizienz dieser Öfen eben sehr hoch im Vergleich zu vielen anderen. Als Tür, die ist aus Kesselstahl, 4 mm, das ist auch sehr massiv. Dies hat mehrere Funktionen. Einerseits, klar, Tür auf, Tür zu. Hier oben ist das Thermometer mit integriert oder kann durchgesteckt werden, dass man auch rausziehen kann fürs Einschüren. Was in der Tür noch integriert ist, ist der Aschefall. Den kann man hier entweder nur rausziehen und damit die Zuluft regulieren oder ganz rausnehmen und hier in der Tür beim Abbrand auch nehmen, um zum Beispiel Hitze zu machen oder die Zuluft auch hier zu regulieren. Mit dem Aschefall, was natürlich dazugehört, ist der Aschekasten. Beim Zweistöcker ist es vom Prinzip her ähnlich. Man hat unten seinen Feuerraum, kann dadurch eben hier durchgehend feuern, auf der ersten oder auf der zweiten Ebene oben eine Pizza Nacht anmachen, Flammkuchen, ähnliche Geschichten. Wenn man das durch hat, seine hohen Temperaturen, räumt man alles aus, lässt ihn abstehen und kann dann schön sein Brot auf zwei Ebenen backen und bringt eine richtig große Menge raus. Auch eben hier, der Abbrand funktioniert wie folgt. Einmal von vorne unten nach hinten hoch in den zweiten Backraum, dann wieder nach oben, nach hinten und dann erst oben raus, um eben die Temperatur der Rauchgase bestmöglich auszunutzen. Was wir noch oft empfehlen, Einsteckermodell, ist die Geschichte, er brennt jetzt standardmäßig hinten hoch und dann vor und wieder raus. Was man machen kann, ist einfach die Umlenkplatten umdrehen und auch die Oberteile umdrehen, sodass der Ausbrand ganz hinten ist und der Umbrand praktisch vorne stattfindet. Das heißt, man kann dann beim Pizzabacken hinten das Feuer brennen lassen. Das Feuer brennt nach vorne, vor der Tür zieht es hoch, dann nach hinten. Damit wird die Temperatur komplett an die Schabottsteine abgegeben und hinten brennt es dann erst raus. Das ist eine Empfehlung, was wir machen. In der Aufbauanleitung ist es andersrum. Es sind aber so viele Kunden dabei, die zufrieden sind, dass sie es eben andersrum aufgebaut haben. Wir haben viele Kunden draußen, die diese Öfen schon gekauft haben. Es ist eine schöne Aufbauanleitung dabei. Man braucht an Schabottsteinen nichts zu schneiden, die sind ungefähr fertig geschnitten. Die Tür und Aschekasten ist auch komplett fertig. Was man schneiden muss, ist unten die Dämmplatten. Das ist ProWolf, das ist ein sehr leichtes Material. Man hört es auch, wie wohl sich das anhört. Das kann man einfach mit Holzbearbeitungswerkzeugen, einfach eine einfache Holzsäge, wunderbar zuschneiden, ohne große Anstrengung. Da braucht man ja auch keine Stichsäge oder was nehmen, einfach eine Holzhandsäge. Funktioniert wunderbar. Was es gibt, eben das Ganze als nur Schamottesatz, ohne Tür. Wenn jemand sagt, er baut sich die Tür selber oder eben als Komplettbausatz, dann ist eben die Tür dabei, der Aschekasten dabei und auch die komplette Dämmung für außenrum. Die ist dann so, dass diese Platten hier sind in doppelter Stärke, dass man hier außenrum eine 8 cm Dämmung anbringen kann. Das sind schöne Bausätze, wir haben zufriedene Kunden. Wer einen braucht, gerne melden. Wir haben in der Ausstellung auch die Möglichkeit, dass ihr sie anschaut. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach melden. Ich helfe euch gerne dabei. Ja.